Ey, was war das für düstere Underground-Musik? Das war ja der Hammer. Underground-Musik, das war ja der nicht Hammer. nochmal. Ey, bei mir funktioniert es. Letztes Mal haben die, wie heißt dieses Bitratenzeug nicht funktioniert. Heute funktionieren die Statistiken nicht. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand zusieht. Ich glaube noch nicht, aber für die Aufnahme, ich müsste die anderen Sachen eigentlich auch langsam mal exportieren, sonst verschwinden die, bevor ich das gemacht habe. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zurück zu dem Stream vom Knäusel. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Aufzeichnung. Oder auch wenn ihr jetzt live dabei seid. Hallo. Puh, heute ist es warm. In meinem Zimmer ist es super heiß. Wie viel Grad hat es gerade draußen? Lass es mal. Oh, es läuft gar keine Musik. Da habe ich doch gleich was Perfektes vorbereitet. Ein bisschen Kamikaze. Na? Ja. So, wie viel Grad hat es denn draußen? 17 Grad eigentlich nur. Es ist doch gar nicht warm. Aber ich schwitze. Ich schwitze tatsächlich richtig hart. Das ist echt übel. Also, ich meine, man kennt's bestimmt. Ja, die Musik geht richtig ab. Man hockt so in seinem Kunstlederstuhl. Und wenn man seine Arme anhebt, kleben die schon so ein bisschen von der Lehne, von den Armlehnen. Falls ihr Armlehnen habt, falls ihr es nicht leisten könnt, dann ja, I'm sorry, aber no biggie, wie Katzenmilch sagen würde. Wer Katzenmilch nicht kennt, aber mal Katzenmilch bei YouTube suchen. Eventuell auch Katzenmilch Hallo eine Stunde bei Giorgio Aldente angucken. Nicht schlecht. Kein schlechtes Video. Würde ich nicht behaupten. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, beim Sitz. Und ich weiß nicht, umso tiefer man den Rücken runter geht, umso irgendwie schmierig, nicht schmierig, das ist das falsche Wort, aber umso, ich weiß nicht, umso gestauter wird das alles. Ja. Ich weiß nicht, wo heute alle sind. Das sage ich jetzt nur so. Ich weiß ganz genau, wo fast alle sind. Also, ich weiß es nicht bei jedem und ich weiß nicht ganz genau, wo alle sind. Ich muss mal kurz ein Schluck Bier trinken, jawohl. Ah, erfrischend. Isotonisch rein. Löschzwerg. Wer Löschzwerg nicht kennt, der, weiß ich, muss ich mit mir gar nicht unterhalten. Ich habe ja auch noch eine alte Cabri-Sonne rumstehen. Jupp. Wo war ich? Beim Stuhl? Ach, wo alle sind. Genau, wo alle sind. Ich weiß nicht, wo alle sind. Absolut keine Ahnung. Aber auch Ahnung. Manche sind unterwegs, manche sind weg, manche spielen gerade was anderes. Deswegen habe ich Zeit und die Ruhe, mich, ich wüsste nicht, wie viel die liebsten Hobby widme. Es ist nicht ganz oben. Also das Zeichnen, nicht das Streamen. Das Streamen ist bei mir immer auf Platz 1. Schon immer gewesen, ist ja klar. Und deswegen mache ich es so regelmäßig. Ja, unser Slime Girl. Ich vermute, da wird keiner ein Discord-Emoji draus machen. Also wenn, wäre ich ja die Person. Ich glaube, es wird zu klein. Ich meine, wenn man es natürlich kennt, dann würde man wissen, ja, das soll eigentlich das und das sein. Aber, puh, ich sage euch was, wird klein. Aber ich mache es trotzdem, weil es Spaß macht. Auch wenn es nicht mein liebstes Hobby ist, natürlich. Mache ich weiter. Gleich mich nicht unterkriegen vom System. Ja, das wollte ich nur mal klargestellt haben. Ach ja, ist es nicht herrlich? Diese Musik. Ah, sind wir schon fast 5 Minuten drin, ich habe noch gar nichts gemacht. Ich will nur die Stunde voll kriegen. Ah, wir sind schon seit 6 Minuten 30 drin. Ups. Es kommt gleich nochmal. Wollen wir es anders anmachen? Oder nicht? Ich meine, es gibt keine Widerrede im Chat, also machen wir nochmal Kamikaze. So. Ich sollte vielleicht eigentlich trinken und alles vorher vorbereiten, aber
Dafür werde ich auch nicht bezahlt. So. Was haben wir noch? Eine Wasserflasche hier. Ich mache sie auch live auf. Nice Hiss, würde der eine Typ sagen, der immer Militärration aufmacht. Keine Ahnung, wie er heißt. Ich habe ihn aber abonniert. Abonniert. Wen es interessiert, ich kann den Link gerne mal raussuchen. Irgendwas mit Ration heißt der. Ziemlich fresher Typ. Ach, so, richtig hingesetzt. Handy umgedreht. Und dann würde ich mal sagen, switchen wir einfach mal geschickt rüber zum... Ach ja, ich wollte nur schauen, funktioniert der Pause-Screen wieder? Ja, man sieht die letzten Follower wieder. Das war ja anscheinend Tippy Stream Down, hat ja mir der Basti erklärt. Wir sind live ohne Slugs. Ich habe hier ganz schön viele Overlays schon. Wenn jemand Age of Empires halt spielen möchte, ich wäre dabei übrigens. Ja, was machen wir heute? Ich denke, die Haare. Haare werden schön und weiter Schatten. Also überhaupt mal Schatten. Bis jetzt haben nur die Ohren. Ich habe an den Ohren ja geübt. Ich kann auch noch mal ein paar andere Sachen zeigen, die ich gemacht habe. Öffnen. Alter, hier habe ich die Skizzen nebeneinander. Ist jetzt verpixelt, weil ich Screenshots gemacht habe, aber so sehen die nebeneinander aus. Verschiedene Körper. Brüste sind furchtbar schwierig. Und mehr kann ich auch nicht. Also nicht mehr, mehr als Brüste kann ich nicht. ich meine, weiter runter finde ich schwierig. Füße sind schwierig, Hände sind schwierig. Brüste sind auch schwierig, also nackt kann ich sie nicht zeichnen. Da müssen Klamotten drüber. Keine Ahnung, wie man jemanden nackt zeichnet. Nie gemacht. Ich meine, so ein versauter Bub bin ich ja nicht. Bin ja eigentlich ein ziemlich anständiger Kerl. Also, ich kann natürlich auch anders, ne? So. Haare? Weiß ich nicht. Ups, das war's. Der Pinsel ist eigentlich richtig schön für die Wimpern, ne? Also, ich habe hier, das war mit denen hier, mit dem Pinsel. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt in der Aufnahme sieht. Bei den linken Fenstern, auf der linken Seite, diesen kleinen Fenstern, da bin ich gerade mit dem Cursor. Da habe ich den oberen benutzt, aber den hier könnte man eigentlich auch benutzen. Total schön. Also, mach jetzt einfach mal hier irgendwo. Schaut es euch an. Ah, das sind das hübsche Linien. Selten so was Schönes gesehen. Ich meine, das ist total sanft. Ich drücke auch nicht hart auf. Wenn ich jetzt hart aufdrücken würde, würden sie so aussehen. Ba, 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 ba. So, dann löschen wir mal wieder die Ebene. Dann würde ich sagen, ich habe bei den Augen, das habe ich Grund genannt, ne? Ein bisschen Grundierung, weil wir ja ein bisschen professionell rüberkommen. Ach, nochmal Kamikaze. Na, jetzt machen wir was anderes. Tricky Tricky. Dolphin Abuse. Auch ein gutes Lied. Ja. Ja, ich mache jetzt auch ein bisschen die Wimpern hübscher. Schadet nie. Macht ja auch Spaß. Also die Wimpern machen wirklich Spaß. Wimpern sind ja auch eine schöne Sache. Also. Ich meine, wenn man hübsche Wimpern hat, würde ich nicht sagen, dass es die halbe Miete ist, aber. Wimpern sind schon was Schönes. Ich weiß gar nicht, warum. Ich lege den Layer eh drunter. Ich mache es jetzt einfach mal trotzdem so komplett, falls ich mich anders entscheide. Doch. Grundierungsgedöns. Jetzt vielleicht ein bisschen schwarz. Schwarz. Ich weiß nicht, was ist so ein Anthrazit? Ich mit Farben wirklich nicht aus. Boah. Das kann ruhig dunkler. Die haben ja nicht umsonst die hübsche Struktur eigentlich reingebracht ursprünglich. Finde ich jetzt besser oder schlechter als davor? Ja,
Wir können ja kurz nochmal einen Layer drüber legen. Dann können wir uns das immer im Vergleich direkt anschauen. Oh, das tue ich aber mehr auf. Das hat man fast gar nicht gesehen. Also ich finde es hübsch, aber andere fand ich auch schön. Deutlich sanfter. Wir könnten ja mit einem wirklich soften Radierer drüber gehen. So, oder? Bringt ein bisschen Leben in die Wimpern. Ich könnte Werbung machen. Wenn jemand Russisch kann, ne, gern mal übersetzen. Großer Fan von dem Lied. Hier, ne, an der Stelle. Also hier habe ich die Wimpern ja rübergehen lassen. So. Das mache ich dann hier auch. Das heißt, wenn ich das wegradiere, würde es erstmal mega kacke aussehen. Aber das muss ich jetzt mal machen. Ich habe mich da letztes Mal drum, fast schon drum gedrückt. So. Also ich glaube, ich habe nicht viel drüber nachgedacht, aber es ist definitiv drücken. Ja. Können wir andere Musik anmachen? Wo ist es denn? Ich will mich nicht alle 3 Minuten um Musik kümmern müssen, aber ich höre auch ungern dasselbe. Und ich muss kurz husten, oje. So, Entschuldigung. Entschuldigung. Klingeltöne? Was habe ich denn da? 8-Bit. Ach so. Okay. Warte mal, ich hatte aber auch irgendwo. Habe ich irgendeine coole Playlist? 90er. Diffuse. Das ist schwarz. Equilibrium. Eurobeat. Wir hören jetzt aber meine Eurobeat-Sachen durch. Bis ich keinen Bock mehr habe, bis es mir so arg ballert. Hä? Das ist ja drunter ja schon. Was? Hab ich darauf geachtet? Nein, nie im Leben. Ja, Wahnsinn. Ach ja, ich überlege tatsächlich auch wieder. Also ich hatte früher Lags bei dem Programm und ich weiß jetzt, woher die kommen. Also Carmen. Korm. Jetzt könnte ich auch mal wieder die Pinselgröße und alles wieder sichtbar stellen. Ich glaube, das ist auch angenehmer zum Zusehen. Einstellungen. Druckeinstellungen? Nein. Wo sind die normalen Einstellungen? Präferenz? Tastaturbefehle. Tablet, Benutzer, Tool. Leuchttisch, Cursor. Hier. Wir stellen jetzt alles wieder auf Pinselgröße und schauen, ob es leckt. Es hat früher geleckt dabei. Sonst weiß ich ja wieder, wie ich es umstellen muss. Fülltyp-Cursor. Schauen, ob es ruckelt. Also gerade jemals gerückt, weil ich mit dem Stift weggegangen bin. Ich bin gespannt. Ich probiere es dann gleich aus. Zwangsläufig. Okay. Wo war das? Die hier. Die Ebene. Da wollte ich es ausprobieren. Ich habe ein bisschen mehr aufgedrückt. Jetzt drüben. Ja, genau. So ungefähr. Mein Handgelenk liegt nicht gut. Drehen wir mal alles.
Wollen wir es vielleicht noch ein bisschen verschmieren? Ich finde es jetzt schon fast ein bisschen... Ah, ist ja oval. Und jetzt mit dem... sanften Radierer leicht noch hier drüber. Also, links sind deutlich klarere Linien noch drin. Das habe ich. Das liegt noch an dem hier. Da habe ich jetzt weniger davon drauf getan. Dann Steuerung Z. Ich weiß nicht, 8 könnte eine gute Größe sein, ha? Huh? Na, vielleicht ein bisschen größer. 12? Haut hin, oder? Haut hin. Hier müssen wir jetzt halt noch ein bisschen faken. Am besten mit einem dunklen Bleistift. Warum? Schau mal an. Es taucht wieder auf. Da schon. Ich denke, das könnte noch daran liegen. Okay. Haare, ne? Haare finde ich schwierig. Also man sollte die Haare auf jeden Fall in oben und unten unterteilen. Also wir haben ja hier jetzt eine klare Grenze. Müssen wir hier. Ich male sie mal rein einfach. Also hier, ne? Und das hier ist alles oben. Hier muss dann ein Farbverlauf rein. Und das hier ist auch wieder was anderes. Get your credit card, yo. So ziemlich alles erwischt, was ich haben wollte. Schön. Also hier diese Spitzen nehmen, ist noch ganz anders. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wie. Glaube ich auch, woher das daherkommt. Ist das Auge? Wahrscheinlich, weil die Haare auch transparent sind. Ich weiß nicht, ist egal. Hier habe ich es nicht dumm gemacht. So habe ich das weggradiert. Dann würde ich hier sagen... Ne, mit M und dann... Gehen wir das mal hier mit. Das sind halt gleich einfach mit Grün gemacht.
Können ja die Grundierung gleich nochmal neu machen. Bisschen überall. Der. Hier passt alles. Ja. Hier habe ich das alles schon mal gemacht. Dann machen wir jetzt grob nochmals die Grundfarbe neu. Die müsste ja hier in den Testebenen sein. Jawohl. Farbe. Ich glaube, das habe ich mit einem Marker gemacht gehabt. War schön gesagt. Okay. Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen nervös, weil ich überhaupt nicht weiß, wie man Haare schön macht. Wir können ja wieder als Vergleichsbild irgendwas raussuchen. Bilder. Jetzt suchen wir nach Miku-Bildern. Miku geht immer. Also hier ist es halt ganz anders gemacht, als ich es vorhab mit den anderen Pinseln. Ob man das so hinkriegt mit ihr? Haare müssen grün werden, das ist halt so die Sache, ne? Grüne Haare sind ja auch nicht schlecht. Dann probieren wir es mal mit den. Das ist ein bisschen dünn. Nur mal ausprobieren. Also was ich weiß, ist, dass man oben sich irgendwie hier so einen Punkt sucht und von dort aus dann weitermacht. Den könnten wir vielleicht ein bisschen weiter oben hinsetzen. Also hier wäre er dann. Ob das überhaupt gut aussieht. Gerade bin ich nicht so begeistert. So, das sind die, um die Töne zu vermischen. Also wir müssen auch mehrere Grüntöne verwenden. Das mache ich erstmal eins und dann schauen wir mal. Insofern mache ich nochmal alles weg, also das ist jetzt auch nicht das Problem.
einzig schön an Haaren ist, da passiert tatsächlich mal was davon, dass sich meine größere Fläche farblich verändert. Aber sonst ist es schwierig. Bin immer noch nicht begeistert. Das kommt jetzt, weil jetzt die große... Ja, das fängt der Mix an. Das können wir... Max, wieder, wir müssen es nochmal hören. So, das ist jetzt gleich zu Ende. Eigentlich vom Weiten zur Zeit aus. Also man erkennt, dass ich versuche, Haare zu machen. Aber es fehlen halt wirklich helle Strähnen. Auf jeden Fall. Und dann natürlich die Lichtpunkte und alles muss noch ein bisschen mehr verschwommen sein. Und am Ende ist es dann heller, weil da die Haare dünner sind. Fehlt alles noch. Mach ich auch noch. Vielleicht. Da. Muss ein bisschen weiter rauszoomen, sonst kriege ich die Haare ja gar nicht. Einem Zug richtig hin. Oh Gott, jetzt werden sie aber zu dick. Schwierigste ist wirklich am Tablet die Bewegung mit, der Hand hinzukriegen. Also es ist ein Vorteil, dieses bietet am PC zu zeichnen. Linien sind nicht so das Wahre. Man verschätzt sich oft. Leute, die es öfters machen, machen es nicht mehr, aber ich zeichne relativ selten mittlerweile. Macht einfach nicht mehr so viel Spaß. Ich fange an, diesem Kleinkind zu reden. So. Oh,
Es sieht nach Hahn aus! Es sieht zumindest ein bisschen schon nach Hahn aus. Ah, herrlich. So, markieren wir wieder alles. Dann machen wir eine neue Ebene. Ich möchte nicht. Ich habe Angst, dass ich irgendwas versaue jetzt. Deswegen jetzt nehmen wir die dünneren. Night on fire. Ha? Ja, wir kommen zu dem Punkt, wo ich nicht kotzen muss. Ist natürlich immer noch, sieht immer noch unfertig aus, wir machen mal die Markierung weg. Aber hässlich sind die Haare nicht mehr. Ich meine, immerhin haben sie ein bisschen Textur jetzt. Das ist schon mal was. Das ist schon mal ein Anfang. Night on fire. Yeah. So, was ist jetzt hier? Was ist das eigentlich hier? Was macht das? Verschmiert es? Jetzt machen wir dasselbe ungefähr. Und das hier? Vielleicht könnten wir wieder ein bisschen dunklere Haare reinkriegen, ne? Weil jetzt sind sie schon sehr hell. Sieht aus wie ein Kaktus. Welcome to the fire of the night. Text ist schon irgendwie fragwürdig. Ich würde ja eigentlich gern Scooter hören oder so, aber dann wird es im Nachhinein alles gemutet, das möchte ich auch nicht. Sagen jetzt hier so am Haaransatz, da wo dieser Wirbel ist, ist wie das Ding heißt. Der Ansatz ist ja was anderes. Da halt wo, keine Ahnung, da wo die Haare scheinen herzukommen. Das hat ja jeder irgendwo, so eine Stelle. Glaube ich. Weiß ich nicht. Die hat es auf jeden Fall. Sieht ein bisschen aus wie eine Tomate. Wie eine grüne Tomate. Wie eine Wassermelone sieht die aus. Natürlich, die sieht aus wie eine Wassermelone. Ja, warte. Warte noch kurz noch in die.
dass ich die Farbe nicht verliere. Kurz hier das reinmachen. Ja, ich meine, man könnte jetzt wirklich braun, rot und dann rot, gelb, orange. Man könnte hier nur so ein Stängel hinmachen. Naja, nicht ganz. Und dann hätte man fast schon eine Melone. Bisschen dürftig. Es ist ein bisschen armselig geworden. Ah. Warum habe ich denn nicht so eine hohe Stabilisierung drin? 5 reicht. Ja, absolut die Melone, oder? Wahnsinn. So, ich möchte hart radieren und zwar alles weg. Und die Markierung hier oben entfernen wir mal wieder, damit ich da jetzt nicht aus den Reihen mal. Night on fire. Yeah. Ja, wir sind noch nicht fertig. Welches Tool habe ich verwendet? Das da ist ja noch ausgewählt. Zack. Hä? Ich habe I gedrückt. Was? I. Jetzt. So. Night on fire. Yeah. Spitzen würde ich gerne ticken dunkler machen. Ich rede zwar dann am Anfang darüber geredet, die heller zu machen, aber das würde ich gerne dunkler machen. Weil die Schaden noch mehr Linien in die Haare reinzubringen. Ja, wir können ruhig mal ein bisschen mehr aufdrücken hier so. Was habe ich jetzt getan? Ich habe jetzt gerade kurz mein Windows geöffnet. Also als würde ich die Windows-Taste drücken. Die Ränder machen wir mal dunkler. Mit dem Tool hier. Das hier. Komische helle Stille. Dass ich das alles ein bisschen vermixt, finde ich ja schön, aber. Ich muss immer noch die orangen. Nein, die orangen, diese helleren Stellen da wegmachen. Warum ist das eigentlich da so hell? Das ist ja der innere Wobble. Das heißt, bei den Testebenen müsste ich jetzt die Haut entfernen. Hier ist die Haut einfach heller an der Stelle. Mehr gespannt. Gäsepups, ich grüße dich. Ich habe gerade über die Sache geredet, die du mir erzählt hast. Dass die eine Stelle da so hell ist. Yeah. Ja, das Markierung wegmachen. Sieht jetzt schon definitiv mehr nach Haaren aus. Es sieht schon greifbarer aus, also. Besonders, dass ich die Ränder jetzt einen Ticken dunkler gemacht habe, die Linien würde ich grün machen, tatsächlich, die jetzt dort sind. Also die Outlines. Die Outlines. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das heißt. Ich habe das nur mal aufgeschnappt. Hey, meine Rate wird schon wieder nicht angezeigt, was ich streame, aber ich habe bis jetzt noch keinen Verlust. Ich habe in dem Tutorial mal gehört, dass man jetzt... Moment mal. Nein, ich habe es alles in Ebene 9 gemacht. Nein! Okay, macht nichts. Was ist mit Ebene 9 eigentlich sonst? Das wären nur die Schweißtropfen, also Schleimtropfen. The music tonight. So, jetzt ist es da und jetzt vereinen wir das mit der Ebene drunter. Oh, hat geklappt. Ja, wäre blöd, wenn jetzt der ganze Fortschritt weg gewesen wäre. Ich bin mir jetzt unsicher. Ich habe mal im Tutorial halt gesehen, dass man jetzt hellere cremefarbene Linien noch reinmachen sollte in den Haare, weil die Haare ja manchmal auch so vereinzelt helle Haare.
Aber bis es gut aussehen wird bei ihr, muss ich jetzt ausprobieren. Was ist echt das hier für ein Ding? Nee, naja, nicht so mein Fall. Soll ich gleich irgendwas anderes gedownloaden, nicht für Haare? Die anderen Sachen habe ich extra für Haare mal geholt. So, das wäre jetzt der Pinsel. Das habe ich damals noch in Sai gemacht. Da habe ich mal Haare gezeichnet. Ich könnte es auch mal kurz öffnen. Ich nehme mal Sai. Habe ich Sai überhaupt noch auf dem PC? Sai? Krüge. Paint Tool Sai. Ich öffne mal kurz Sai, dann schauen wir uns das noch an. Was, über was ich da gerade rede. Ich habe nämlich mal Open. Ich habe irgendwann mal ich Haare gemalt. Ich habe auch Augen geübt. Das ist ewig her. Wann waren das? Zeichnungen? 2015. Nee, das sind nur digitalisierte Zeichnungen. Das Zeug von 2016. Hier muss es doch drin sein. Oder habe ich die gelöscht? Das kann nicht sein, dass ich es nicht gespeichert habe. Ich speichere doch jeden Mist ab. Zeichnungen. Alt. Das ist ein altes Paint Tool Side Zeichnungen, aber das meine ich nicht. 2017er Zeug. Nee, hier habe ich nur Augen geübt. Schade, ich habe die Haare nicht gespeichert. Oh, hätte ich es gern gezeigt. Oh, hier habe ich mal Augen gezeichnet. Warte. Gibt's hier Paint? Ich habe doch hier noch Sai irgendwo drin, oder? Hier, Paint to Sai. Da, also. Da habe ich mein Auge versucht. Das ist eigentlich ganz hübsch geworden. Also ein bisschen klein. Aber, ich finde den Farbverlauf ganz hübsch. Von hellrot zu dunkelrot. Und das Auge selber ist eigentlich auch ein ganz, ganz schickes Auge geworden. Das ist, glaube ich, nicht mehr Vollbild, kann das sein? Sieht ganz komisch gerade aus. Ja, egal. Man kann sich vorstellen, was es sein soll. Das war mal ein Auge. Dann wechseln wir mal wieder zu. So. Warum soll ich die Musik nicht stoppen? Soll ich mir mal wieder erklären? Das hat ja noch keine Markierung, ne? Jawohl. Hä? Ach, siehst du. Ja genau, ich habe mal gelesen, dass man jetzt hier so hellere Linien noch reinmachen soll. Einfach so vereinzelt, um es dynamischer zu machen. Besser als ich jemals machen könnte. Sag das nicht, so schwierig ist das eigentlich gar nicht. Bin mir sicher, du kannst es auch. Ziemlich sicher sogar. Der Beat hat irgendwas Russisches an sich. Also ich finde, irgendwie viel tragen diese hellen Striche jetzt nicht bei, aber sie machen auch nicht viel kaputt. Machen wir sie mal rein. Übrigens gerade super Eurobeat Mix, also wenn ihr dir was anderes wünscht, Käsepups, dass wir uns anhören können, ich wäre auch dabei. Wir hören nur immer so oft dasselbe hier. Also, was heißt oft? Ich stream ja nie. Also, wenn ich streame, habe ich meistens dieselbe Musik an. Das ist immer Future Funk ist das. Future Funk, musst du mal nachgucken, ist eine ganz, ganz nette Musikrichtung. Jetzt hier super Eurobeat Mix, kennst du sicher. Ist ja sowas mit, hier, wie heißt das? Running in the 90s ist ja ziemlich meme-lastig.
So, jetzt entfernen wir die mal und schauen, ob es überhaupt einen Unterschied macht. Naja, um mehr Striche. Mehr Striche. Mehr Haar oder so. Ich weiß, da müssen eigentlich noch so Lichtpunkte rein. Ich weiß überhaupt nicht, wie man die macht. Warum bin ich so aggressiv? Ich weiß nicht, wie man die macht. Ich weiß nicht, wie man die macht! Hab absolut keine Ahnung, wie man die macht. Ich würde sagen, das würde ich. Wie würde ich das machen? Das würde ich dann mit Airbrush machen, also ganz sanft so rein. Aber erstmal die Haare grundsätzlich, ne? Da kommt eh noch was drüber so. Also mit hauchdünn, mit schwarz so, um nachher so ein bisschen halt Schatten reinzukriegen. Jetzt sind es ja erstmal nur Haare. Ich habe übrigens komplett vergessen, jetzt während ich die Haare gemacht habe, wie ich die gemacht habe. Ich habe die Farben mir nicht gemerkt. Weil ich muss ja jetzt noch den Rest machen. Die hat ja noch mehr Haare. Ich würde sagen, der obere Teil, der ist jetzt erstmal fertig. Also erstmal fertig heißt erstmal so weit, dass wir es erstmal lassen können. Ich glaube, ich hatte die Breite 80, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ich hätte es mir aufschreiben sollen, ich weiß es nicht mehr. Dann schauen wir uns jetzt mal alles nacheinander an. Also, ich hatte das hier. Keine Ahnung, was das war. Ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Dann habe ich mit einem anderen Pinsel hellere Linien reingemacht. Sieht auch ein bisschen anders aus. Das ist eine andere Struktur vom Pinsel. Wahrscheinlich der direkt da drunter. Und dann zum Schluss habe ich den... Ja gut, ich weiß, welche ich genommen habe. Ich schreibe es mir trotzdem mal lieber daneben. Nehmen wir mal wieder den G-Pen zum Schreiben. Eins. Und sonst habe ich, glaube ich, alles bei derselben gelassen. Ja, dass das hier irgendwie der eine auf dünn gestellt war, ist mir ja klar. Das kriege ich schon hin. Soll ich noch einen anderen... Soll ich das wirklich noch... Na, so arg muss man es nicht trennen. Ich raff das schon. Dass das hier dann ab 16 dann eine andere Ebene ist. Also andere Haarebene. Das Unterhaar. Wenn man das so nennt. Okay. Na, vielleicht mache ich erstmal die eine Hälfte. Konzentriere mich darauf. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich habe gar nicht so viel Bier getrunken. Nur ein bisschen. Wie lange geht denn der Super Eurobeat Mix eigentlich noch? Wir sind jetzt bei der Hälfte. Ich würde sagen, jetzt mit dem Heartbeat-Song wechseln wir mal irgendwas. Ja, sagen Sie mal. Ja, ich weiß, was ich tue. ich habe auch nur ein Bier getrunken. Ach ja, läuft der Stream überhaupt gescheit? Ich hatte, als ich das letzte Mal gestreamt hatte, aber als ich den Saftsack gezeichnet hatte, hat eine gemeint, dass es manchmal ein bisschen ruckelt. Ich habe deswegen jetzt die Bitrate runtergestellt, das heißt schlechtere Qualität, aber mein Internet muss ich nicht so abrappeln, da was hinzukriegen. Ich würde sagen, wir machen kurz ein bisschen Diffuse an. Gibt es hier irgendein Lied, was ich gut finde? Alles gut, okay. Ich würde sagen, ich mache ganz kurz eine Pause. Hat mit dem Bier zu tun. Deswegen, was lasse ich jetzt im Hintergrund laufen? Habe ich irgendwas... Irgendwas Langes? Ich habe Musik gedownloadet für ein Video, das ich mal produziert habe. Also produziert in Anführungszeichen, das klingt zu professionell. Aber da ist das viel Mühe reingegangen. Also, ganz kurze Pause. Ich bin gleich wieder zurück.
Hallo? Hallo, bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Im Märchen Wunderland? Live? Auf Twitch Kneusel? Ja? Ist das hier der richtige Ort, an dem ich sein sollte? Ja, es ist der richtige Ort. Sie sind ganz richtig. Andere Musik. Das ist immer ich habe jetzt echt ganze Zeit eigentlich Eurobeat gehört, deswegen. Also ich spiele mir jetzt eine Stunde, ne? Deswegen ist schon. War schon viel Eurobeat. Ich überlege wieder auf Future Funk zu gehen. Wir können natürlich auch Funpark Bernd hören, aber das ist halt ein bisschen zu heftig. Ich will euch ein bisschen spannen. Hören wir wieder Vocaloid Instrumentals. Das geht immer. Außer die Sachen, die ich skippen muss. Aber Karakuri Piro als zum Anfang, ey. Herrlich. Ich weiß gar nicht, die hat gar keinen Namen, fällt mir gerade ein. Der wurde nie ein Name gegeben, oh nein. Oh nein, was habe ich. Oh Gott, was habe ich getan? Ich habe nur eine Ebene unsichtbar gemacht. Ich dachte, ich hätte irgendwas verschoben. Dann klauen wir uns mal hier die Farbe. Raus? Farbe? Was? Warum ist das Auge hier unsichtbar? Das ganze Ding ist. Ach, ich hab den Ordner ausgemacht. Manchmal bin ich schon arg bescheuert. Das ist ja echt nur eine Nuance dunkler. Suchen wir jetzt mal den dunkelsten Fleck raus. Hier. Gehen jetzt wieder auf Ebene 16. Ich glaube, ich nenne es trotzdem. Oder lieber O1 für oben. O2. O3. Jetzt komme ich irgendwann durcheinander. O4. Und es wird U1. Okay, Größe 80. Alles ist aktiv, dann. Ich glaube, heute mache ich länger als eine Stunde. Vor allem am Anfang vom Stream habe ich gemeint, ich mache nur eine Stunde, aber. Es ist ja tatsächlich niemand da. Also, mit dem ich irgendwas machen könnte sonst. Käsepups, was machst du eigentlich gerne so? Außerhalb von den Sachen, die ich mitkrieg. Also, dass du beim Basti zusiehst oder hier zusiehst. Oder als Mod den Leuten in Minecraft hilfst. Also von Minecraft habe ich gar keine Ahnung. Ich bin echt froh, dass du vieles das machst. Ich weiß immer nichts. Ich finde, man sollte die Mods vielleicht nochmal unterteilen. Also eigentlich habe ich irgendwie auch gar keine richtige Mod-Funktion. Weder rege ich Gespräche an, noch kann ich mich um Minecraft kümmern. Ich weiß, wie man Rollen verteilt auf dem Discord. Und ich weiß halt, was ich gehört und nicht, ne? Aber das ist ja normaler Menschenverstand. Ich habe das ja nur durch Beziehungen bekommen. Ja, ist das eine gute Frage? Ich bin immer clever beim Fragen stellen.
Ey, Grundstücke ziehen finde ich aber echt schwierig. Also ich habe ja, also wir beide, das waren ja wir beide, wir haben doch mal den Basti dabei geholfen. Du hast die Wege gemacht, ich sollte die Grundstücke wählen mit dem komischen Commander und er hat sie dann, hier heißt es, protected. Ich hab alles wieder vergessen. Ich habe eigentlich tatsächlich mal eine Liste bekommen von Commands, die ich verwenden kann. Aber dann haben sie jetzt wieder Plugins aktualisiert. Und jetzt habe ich halt komplett den Überblick verloren. Richtig schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wie es auf dem Minecraft-Server aussieht. Ich habe so ein bisschen die Lust verloren an Minecraft, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, wie lang du beim Basti dabei bist. Du bist ja schon lange dabei eigentlich. Sonst wärst du ja nicht Mod. Am Anfang hat er ja immer auf unserem eigenen Server gespielt. Und da hatte ich auch noch, war ich auch nicht richtig, war ich wirklich ziemlich motiviert. Aber ja, dann hat sich das irgendwie auch gelegt und dann hat sich der Server auch so viel verändert, weil der Basti ja so viel gestreamt hat. Ne? Also ich gebe dem Basti jetzt keine Schuld. Aber es hat sich halt viel verändert und dann, weiß nicht, ist man so ein bisschen raus. Ist auch wie in Oss so. Ich spiele ja in Oss fast nicht mehr mit. Meistens habe ich einfach keine Lust auf Oss. Also ich kann mich nicht jeden Tag aufraffen, das Spiel zu spielen. Finde ich schade, weil, weiß nicht, es ist schon nett, wenn Leute auch einem, ne, auch wenn man Gast ist, im Stream zuhören. Ist natürlich schon schön. Ich hab seit dem 11.2. Ja, das stimmt. Halt echt lange. Ich überlege nur gerade, wie ich die Haare weitermachen möchte. Ich mache wirklich erstmal die linke Hälfte und dann die rechte Hälfte. Alles nacheinander. Ich muss jetzt nur wieder die Farbe rausklauen. Ah! Aha, das ist also die Farbe. Da habe ich ja einmal schon, Gott sei Dank, so einen Flecken hingemacht. Ah, das war das Helle. Okay. Sag mal, also ich will dich nicht mit zu vielen Fragen bombardieren, aber warst du schon mal im Stream mit dabei? Warst du schon mal im Channel mit drin und hast dann mitgeredet? Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich will nicht unhöflich damit sein, dass ich mich nicht dran erinnern kann, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich dich jemals gehört habe. Ich glaube, ich habe dich noch nie gehört. Ja, paar Mal. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Ich sehe dich manchmal, es gab doch diesen einen Tag, es waren eigentlich zwei Tage hintereinander, als so viele Leute in dem Discord-Channel waren, wo so viele geredet haben, da warst du auch mit dabei. Da wäre es eigentlich mal eine Chance gewesen, mit reinzugehen, aber dachte ich mir, ja, dann ich komme da so unpassend. Habe ich es ja lieber gelassen. Da war viel los. Also ich weiß nicht, ich denke, du kannst dich an den Tag erinnern, den ich meine. Das war ordentlich. Wahnsinn, wie viele Leute da reden wollten miteinander. Das war nett zu sehen. Ich denke, da hat sich der Basti doch ganz gefreut. Das war sau lustig, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich hätte wirklich reinkommen sollen. Da hast du schon recht. Auf dem Discord bin ich echt nicht so aktiv. So. Also ich gebe mir manchmal Mühe, ne? Also zum Beispiel mit... Ja, keine Ahnung. Was heißt Mühe geben? Ich bin relativ schlecht darin, so ein Gespräch aufzubauen. Ich habe auch oft das Gefühl, dass dann die Leute nicht mit mir schreiben wollen. Weil ich halt so inaktiv dort bin. Also ich meine, man sieht mich nicht oft da. Ich beobachte immer alles, ne? Ich will ja aufpassen. Ja, die Rolle auch irgendwie ein bisschen erfüllen, aber
Ich hab gar keinen Draht zu den Leuten, habe ich das Gefühl. Ist schon ein bisschen schade, weil das sicher witzig ist. Aber ich komme mir immer ein bisschen fremd vor. Aber das macht ja auch nichts. Damit kann man auch leben. Ich hätte jetzt die Farbe eigentlich mal rauskopieren können. Das mache ich jetzt hier schnell. Jetzt nicht vom Thema weg, aber ich muss das hier mal kurz die Farbe rauskopieren. Ist ja gar nicht dicht. Sehe ich jetzt erst. Und jetzt noch die Farbe aus der U1. Immer an der dunkelsten Stelle. Was mache ich denn da? Jetzt habe ich U gedrückt statt I. Ich komme manchmal mit den Hotkeys nicht zurecht. Ich drücke immer doppelt irgendwo drauf. Boah, Rolling Girl ist schon ein gutes Lied. Also das kann ich immer nur wieder sagen. Rolling Girl ist schön. Rolling Girl, also. Alex oder Stein, man grüßt dich. Na Alex, alles gut? Wie läuft CSGO? Oder wie lief CSGO? Bist du noch drin? Immer noch, jawohl. Und dann grüß mal den Lukas von mir. Falls ihr noch zusammenspielt. Käsepup, spielst du eigentlich noch außer Minecraft noch ein anderes Spiel, das der Basti streamt? Nur um mal die Gelegenheit zu haben, mal mit dabei zu sein, wenn du live mit dabei bist, also mit im Channel. Ich war nicht ja beim Livestream dabei, dabei schaue ich fast jeden an. Ich lasse ihn immer im Hintergrund laufen. Einerseits, um halt den Zuschauer zu boosten und, ja, was mich auch interessiert, ich schaue die ganz gerne. Ich weiß gar nicht, das habe ich dem Basti, glaube ich, noch nie so gesagt, aber ich mag seine Streams tatsächlich ganz gern. Manchmal ist es ein bisschen komisch, weil er ein bisschen anders redet als in echt, würde ich jetzt sagen. Minecraft und Terraria, okay, ja, dann müssen wir darauf hoffen, dass mal wieder Terraria zurückkommt. Und Alex, ne, ich gebe dir auch ein dickes Bussi. Ich hab nur gedacht, du wärst schon wieder weg. Ich will dich nicht ignorieren. Hintergrund, ne? Instrumental zu Asuno Io irgendwas. Das, was der Basti immer zum Abschluss spielt. Ja, ja. Es ist so. Es ist was Echtes. Bist du denn über Minecraft oder über Terraria zum Basti gekommen? Also ich würde jetzt raten und würde sagen, es war Terraria, aber ich weiß es nicht. Also ich habe absolut keine Ahnung, ich würde einfach nur um zu raten. Würde ich sagen, es wäre Terraria gewesen. Weil ich weiß, dass bei Terraria ganz viele Leute zugekommen sind, die jetzt immer noch da sind. Ja, jawohl, ich wusste es. Das ist wie bei Micha. Micha ist auch über Terraria dazugekommen. Ich glaube sogar im ersten Terraria-Stream ist er dazugekommen. Das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war er dann mit dabei, irgendwie im zweiten oder so, dritten. Das war schon mit Micha im Titel.
Mich konnte der Basti ja nicht für Terraria begeistern. Muss ich zugeben, weil... Ja... Ich raff das Spiel nicht so richtig. Also ich meine, allein jetzt von der Struktur her, finde ich jetzt die unteren Haare auch hübsch geworden. Sind auch hübsch geworden, aber die müssen natürlich noch ein Ticken dunkler sein. Das würde ich dann mit dem Airbrush wieder machen. Weil an sich sind Haare ja erstmal überall gleich. Ja, das liegt nur daran, dass halt andere Haare drüber sind, müssen die ein Ticken dunkler sein. Und das kommt dann noch. Jetzt erstmal wieder einfach nur grundieren. Die hellen Strähnen machen wir da auch rein, ja. Die machen wir auch rein. Die machen wir auch in... Na, das ist U4. Das sind echt wenige. Also ich glaube, die machen wirklich keinen großen Unterschied, aber man kann sie ja mal machen. Sieht super aus, aber was ist das für ein Animu-Thing? Das soll ein Slime-Girl sein. Das ist quasi die attraktivere Version von Bastis Avatar. Und halt eine Elfe. Also ursprünglich war es eine Elfe. Und jetzt wird es zum Slime. Slime-Girl-Elfe, jawohl. Ja, weiblich. Also, warte. Ach, das ist Miku. Ups. Das ist was Falsches. Ich habe hier versucht, Körper zu machen. Hier. Es ist sehr verpixelt, aber wenn du es erkennst, hier sind Brüste. Da ist der Kopf und da sind die Brüste. Oder hier sind nochmal ein Kopf und nochmal die Brüste. Oder hier ist auch noch der Kopf und nochmal Brüste. Alles nur Versuche. Ja, wer zeichnet schon irgendwie einen Elf, ja? Einen Elferich, ich weiß nicht, wie das heißt. Will denn schon, will sowas denn sehen? Also, ich nett, nicht böse gemeint. Aber wenn es die Auswahl gibt zwischen einer heißen Elfe oder nicht, dann nehme ich die heiße Elfe. Die ist auch schön. Two-Faced Lovers, glaube ich. Also, ich weiß, dass es das Lied ist. Ich bin nicht sicher, ob es so heißt. Ob es exakt so heißt. Jetzt brauche ich den. Ne, ist aber bei 10, ne? Ja, Download. Weiß nicht, auf 8 habe ich den gestellt vielleicht? Mal schauen. Ja, auf 8. Ups, jetzt habe ich eins zu weit gedrückt. Ja, so. Zeichne ich es auch in die richtige Ebene? Bin mir gerade echt unsicher. Ja, U4. Sehr gut. Ja, Alex, wie läuft jetzt CSGO so? Also ihr spielt ja noch, habt ihr gewonnen? Habt ihr wieder verloren? Macht Spaß heute? Oder bockt sie sehr wenig an? Wie ist eigentlich aus Battlefield geworden bei dir? Also heute, du hast heute gespielt mit den in die Italiener-Kampagne. U3, was war denn U3? Ah, U3 ist die Farbe von hier oben. Und das war das hier. Da müssen wir die Ränder noch dunkler machen. Ich muss mal so ein bisschen vorbereiten für den Schatten. Und
und vielleicht mal zwischenspeichern. Oh fuck. Habt ihr die Ladeschnecke gesehen? Nee, habt ihr nicht. Eins gewonnen, eins verloren und einen drin. Okay. Dass ich da konzentrieren kann, Spy. Wahnsinn. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben, Käsepups? Terraria, ne? Ja, du bist. Genau, das letzte, was ich gefragt habe, war, ob bei welcher Sache du dazugekommen bist. Ja, ich bin ja gespannt, ob dieser Podcast zustande kommt. Also ich habe jetzt keine geheimen Insider-Infos dazu. Ob da jetzt irgendwie was Größeres in Planung ist. Mein Podcast würde ich tatsächlich ja ohne Gameplay machen. Also an Bastis Stelle. Sondern halt einfach nur halt einen netten Titelscreen. Vielleicht so ein Video, das die ganze Zeit loopt. Irgendwas vom... hier... Wie heißt das Programm nochmal? Diese animierten Hintergrundbilder. Wallpaper Engine. Irgendwas, sowas in der Richtung, was halt die ganze Zeit sich wiederholt und dass man einfach dann im Hintergrund ein bisschen was dudeln hat. Und dann wird drüber geredet. Weiß ich gar nicht, ob er da irgendwas vorhat. Also mir da nichts erzählt. Ich fände es aber eigentlich ganz nett. Also die Idee finde ich ganz schön. Weil die Leute ja sich schon ganz gern unterhalten. Anfangen. Ich werde langsam träge. Also ein Podcast wäre schon cool, weil bei Ost ist es ja fast immer so wie ein Podcast, genau. Ich würde tatsächlich mich bei Ost lieber darauf konzentrieren wollen zu spielen, ne? Weil wenn ich rede, kann ich nicht spielen, wenn ich jetzt mit dabei bin. Deswegen finde ich so einen eigenen Podcast so, also ne, Ost weiter beibehalten mit viel Reden, wenn es den Leuten gefällt, ist schön. Aber wirklich ein eigenes Podcast. Was habe ich jetzt getan? Was war das denn? Ein eigenes Podcast-Format würde ich tatsächlich noch mehr befürworten. Also neben Oz. Einfach damit, weiß nicht, damit, ja, damit man halt gezielt über Themen reden kann, so. Wo es halt ein bisschen sich was überlegt wurde, vielleicht ein bisschen was recherchiert. Ist nichts Riesiges, aber halt. Ja, dass man sich ja die Gedanken gemacht hat dazu. Das fände ich schon nett. Sowas wie gestern in Oz. Ich finde, das wäre schön ein Podcast geworden. Auch einen, den Abassi dann hätte auf YouTube hochladen können. Dass man sich das halt nochmal im Nachhinein geben kann, wenn man nicht dabei war oder so. Halt wirklich irgendwas Ruhiges, jetzt auch mit dem neuen Mikrofon. Das klingt halt wirklich, also das Mikrofon klingt halt ruhig. So, das wäre halt irgendwas, was man sich dann, weiß nicht, zum Einschlafen oder so geben könnte. Ich meine, es steht ja da Gute Nacht Podcast. Weil nichts ist angenehmer, als einfach nur irgendwo zuhören zu können.
Weekender Girl ist mit Abstand. Moment mal, Weekender Girl ist Yellow. Das ist peinlich. Es tut mir leid. Yellow ist definitiv eins der besten Lieder. Hier ist doch das Dunkle, oder? Ja. Das ist die Haare zu machen, ne? Das ist echt meditativ, so. Nicht meditiv und auch nicht mediterran. Es ist meditativ. Das ist halt ziemlich auf dasselbe einfach, aber es ist schön zu sehen. Leider kann er bei den neuen Mio keinen ASMR machen. Ja, also ich würde mir keinen, was die ASMR anhören, aber wäre schön. Aber da muss er ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Es muss ja dann so ein B-irgendwas, ne? Weißt du, was ich meine? Alex, du kennst dich ja auch aus. Du weißt, was für eine Art Mikrofon ich meine. Muss es ja dann sein dafür. Wäre schon witzig gewesen, wenn... Er kann es künstlich machen, also wenn er sich noch ein Soundboard holen würde, dann könnte er ja so einstellen, dass es dann von links und rechts kommt. Apropos ASMR-Käsepups, wenn du bei Cherry Crush ASMR dir das neue Video anschaust und den Link anklickst, kriegst du $40 Rabatt, wenn du den Code CRUSH eingibst für professionelle ASMR-Kopfhörer. Also vermutlich sind mittlerweile vergriffen, weil es gab nur 500, aber sobald das Video 4000 Likes bekommt, gibt sie nochmal 300 raus und dann kannst du 40 Euro günstiger teure Kopfhörer kaufen. Und das eine könntest du dann kostenlos kriegen, weil es nur 32 kostet. Also halt mit Versand. Da gibt es eine nette Geschichte dazu. Das ist jetzt aber Weekender Girl. Ich schaue jetzt nach. Wenn es nicht Weekender Girl ist, dann schäme ich mich. Ja, es ist Weekender Girl, Gott sei Dank. Weekender Girl ist mit Abstand eines der besten Lieder überhaupt. Auch das Musikvideo dazu. Warte, habe ich das Musikvideo auf dem Rechner, dann kann ich es einspielen. Das Musikvideo, sage ich schon, halt die Live-Performance. Mikus Live-Performance dazu ist schon herrlich. Miku Live. Ich habe einen Ordner, der heißt Miku Live, ja. Magical Mirai. Habe ich hier. Weekender Girl. Ja, habe ich eins. Jetzt kann ich doch jetzt in OBS einbinden. Man hört leider nichts, aber man kann sich's vorstellen. Videoaufnahmegerät? Nee, Diashow. Gibt's keine Videoquelle? Spielaufnahme? Medienquelle, da haben wir es ja. Video. Lokale Daten durchsuchen. Videos. Miku Live. Ich habe direkt das Richtige gewählt, nämlich das war hier. Kansai. Nee, Mikansai. Magical Mirai. Mirai Magic. Ich glaube Magical Mirai. Und jetzt hier irgendwo hängt Weekender Girl rum. Da, Weekender Girl. Wenn ich jetzt auf OK drück. Ha? Hä? Wer hätte es gedacht? Weekender Girl, mitten auf dem Screen. Sie ist wie ein Stiefmütterchen verkleidet, ist das nicht süß? Und das ist jetzt passend zu der Musik, die ich hier, die gerade läuft, ne? Im Stream. Jetzt schaue ich gar nicht mehr in den Chat, ich schaue mir das Video gerade an. Ach, ist irgendwie nichts passiert, sehr gut. Ich wollte eigentlich bei wie heißt das Programm, das mein Chat macht, Streamlabs, wollte ich eigentlich den Chat umstellen, warum hat das nicht gespeichert? Habe ich das vergessen zu speichern?
Eigentlich wollte ich, dass man den Chat immer sieht. Jetzt ist da oben nämlich wieder alles so leer. Na egal, beim nächsten Mal stelle ich es oben. Jetzt schauen wir uns das mit dem Mikro an. Gott, wenn das Video jetzt dafür gesperrt wird, ne, dass ich ein bisschen Mikro reingetauen habe. Ja, ich möchte die Videoquelle entfernen. Das hat jetzt auch gereicht. Man muss es mit Mikro ja nicht übertreiben. Also man kann es nicht übertreiben, aber... Ja, ich will nicht ja nur Mikro-Content bringen. Und jetzt fehlen noch die hellen Streifen. Ja, ja. Durchaus, durchaus. Ich fangirle viel, was Mikro angeht. Schau mir tatsächlich auch immer die Aufzeichnungen von den Konzerten an. Und ich schaue jeden Tag, ob die Tickets jetzt für Köln da sind. Weil ich würde eventuell schon ganz gerne auf das Konzert in Köln gehen. Ich weiß, dass sie nur ein Hologramm ist, aber trotzdem wäre es schön. Schwer wäre doch sehr schön. Hm, Alex, hast du ein Problem damit? Den Chat jetzt umstellen. Sieht so komisch aus, dass es immer verschwindet. Ah, ich habe Streamlabs hier offen. Chatbox? So, das habe ich doch umgestellt gehabt. Hier, Save Settings, so jetzt. Ja, jetzt ist der Chat ganz da. So. Nee, nee, alles super, ja, ja. Hast du bloß mal auf hier. Oh, die Haare sind bald durch. Auch schon das Lied, was wir gerade im Hintergrund haben. Mit der Grüße 80. Ich mache jetzt die ganze Zeit dasselbe, ne? Es tut mir leid, also zum Zuschauen, das ist sicher nicht das Spannendste, aber. Huiuiui. Welche Ebene war das hier? Vielleicht soll ich ein bisschen sanfter mit ihr sein. Hä? Warum kann ich hier zeichnen? Hä? Was? Ich glaube, ich habe es invertiert. Habe ich gerade gibt es eine Steuerung I? Was habe ich getan? Ich habe gerade mit irgendeiner geheimen Tastenkombination alles invertiert. Oh ja, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Von was ist das hier eigentlich die Farbe? Jetzt mal ohne Mist, ich hab's wieder vergessen. Ah, ja, von U1, ne? Von U1. Ja, oh ja klar, wusste ich. Moment mal, die Farbe, die ich jetzt benutze, ist nicht U1.
Ja, weiter müssen wir nicht zurück machen. Ich glaube, es geht auch nicht weiter zurück. Ich glaube, ich habe gerade die U3-Farbe benutzt. Deswegen war es auch so dunkel. Deswegen dachte ich, muss ich sanfter sein. Jetzt kommt U2. Wie könnte ich den Titel eigentlich umbenennen, um mehr Leute hier reinzulocken? Soll ich davon R 18 Plus setzen oder so? Oh, Pet Me ist auch ein gutes Lied. Ein sexy Slime Girl für 18 plus, ja. Ändere ich gleich. Ich meine, mehr kann ich dann auch nicht tun. Ich werde ja schon von Basti gehostet. Oh, ich habe die Szene gewechselt. Das wollte ich nicht. Ja, mit welcher Taste habe ich das denn gemacht? Das ist für mich immer Magie. Wir kommen zurück. Also nicht, dass ich es mit euch beiden jetzt ungemütlich hier finde, ne? Es geht nur prinzipiell darum. Wie lockt man Leute an? Tatsächlich würde ich mit so vielen Zuschauern wie der Basti aktuell hat gar nicht klarkommen. So 15 Leute, die zuschauen. Müsste ich auch voll auf meine Wortwahl achten. Das kann ich gar nicht. Also die Haare wären fertig. Soweit. Erstmal. Würde ich behaupten. Es sind ein paar viele Ebenen mittlerweile, ne? Aber braucht's halt. Es braucht halt viele Ebenen. Also was heißt soweit fertig, ne? Das ist noch nicht richtig fertig. Es fehlen noch Schatten und alles, ist klar. Aber von dem... Die Grundstruktur der Haare ist jetzt erstmal komplett fertig. Schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch weitermachen? Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden. Schwierig. Ob es noch bald halb zwölf, ne? Ne, ich kann die noch ein bisschen in den Schatten machen, aber dann irgendwann muss ich mal Schluss machen hier. Also, wir müssen nicht, aber... Es wäre heftig, wenn ich mal so lange durchhalten würde. Ohrschatten. Project Diva F. Das ist das erste Project Diva Spiel Titelmusik, ja? Habe ich auf der PlayStation Vita. Die habe ich mir nur gekauft wegen dem Spiel. Das ist der Wahnsinn.
Airbrush sanft. Schwarz. So, wisst ihr, was ich meine? Halt einfach, dass hier alles ein Ticken dunkler machen. Das ist schon zu dunkel, ne? Deswegen mal. So. Da würde ich sagen, die Schatten passen jetzt aber glatt schon. Also hier dann gleich noch mehr. Das ist jetzt das zweite Opening, jetzt können wir mal skippen hier, das ist die schlechtere Qualität. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe es lauter gestellt, glaube ich, oder? Ne, pausiert. So. Wir müssen mal 1. Wir müssen jetzt Haarschatten 2. Und ich muss den Schattenordner machen, weil sonst... Schattenordner, das klingt ja richtig mysteriös. Schatten machen halt alles gleich sofort viel besser. In Schatten 1 kann ich noch was reinmachen. Brauche ich nur wieder die Outlines. Ja, wir könnten ja erstmal... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Schlagschatten? Hier so ist dann deutlich, dass das hier unter dem ist. Und die Ohren werfen natürlich auch einen Schatten ab. Über den Ohren ist ja auch hauchdünn Schatten. Ba-ba-da-da-da. Ist immer noch Schatten 1, ne? Ja. Hier. Ich kann den Airbrush ruhig ein bisschen kleiner stellen. Zu klein darf er nicht sein, sonst kriegt er nicht so einen komischen Kern. Das ist in der Mitte echt kräftig und dann der Rest ist blöd. Bam, 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 bam. Also, was haben wir denn hier eigentlich? Also hier, die Haare curlen sich hier so ein... Oh Gott, das war zu kräftig. Drehen sich hier so ein bisschen ein. Curlen sich. Curly fries. Na, der letzte war schlecht. Der letzte Zug. Im Gesicht wird natürlich auch Schatten geworfen. Das ist schon wieder zu kräftig. So. Fuck! Habt ihr es gemerkt? Ich habe die Schatten in den falschen Layer gezeichnet. Nein! Aber, keine Sorge. Steuerung C. Schatten
3 ist die neue Ebene. Mit der darunter vereinen. Und den Inhalt hieraus löschen. So haben wir es gerettet. Weil jetzt sind die Schatten hier. Puh, Glück gehabt. Wird langsam. Man erkennt zumindest schon, dass es unterschiedliche Ebenen sind, wo die Haare sind. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Schatten 4. Ich weiß gar nicht, was da alles schattiert werden muss. Eigentlich nur hier sowas. Ist im Hinterkopf. Da kann ich deutlich was Größeres nehmen als 70. Ups. Ich sehe, ich habe da eine Stelle vergessen. Ah, ist zu dunkel. Viel zu kräftig. Nicht ganz, eher so. Ich find's immer noch zu kräftig. Das Ding in der Mitte, dann mache ich einen extra Schatten für. Ein extra Schattenlayer und dann kann ich dann drinnen herumkramen, wie ich möchte. Zwei ins finaler Stand, sehr gut, Leute. Meiste Sache. Bisschen CSGO-like spielt, hä? Ah, so kräftig. So. Schatten vorne dürfen ja nur ganz dünn sein. Zu kräftig. Den größeren Brush nehmen. Alles dunkel. Ich will nicht, dass sie schmutzig aussehen soll.
Sie sieht schmutzig aus. Das gibt's doch nicht. Es sieht schmutzig aus, oder? Der gesamte Schattenlayer, den ich jetzt gemacht habe, sieht schmutzig aus. Nicht schmutzig, schmutzig, nicht schmutzig, schmutzig. So unregelmäßig die Schatten, das ist das Problem. Aber bei den ganzen blöden Haarsträhnen, was soll man denn da machen? Oh. Nee, gar nicht. Findest du? Ich finde, sie sieht ganz doll schmutzig aus. Na, ich würde sagen, das ist dann ein Problem für eine andere Sitzung. Denn wir sind bei einer Stunde 45 Minuten. Die Playlist ist durch. Sehr passend. Sind wir mit dem durch und es ist nach halb zwölf. Das heißt, ich speichere ab. Hoffentlich spiele das Programm nicht ab. Ja. Hat gehalten. Können wir uns ganz anschauen. So. Also, was haben wir heute geschafft? Die Haare. Die Schatten sind jetzt nicht so gut geworden. Also, von der oberen Ebene Schatten 4, die würde ich gern wirklich nochmal neu machen. Weiß noch nicht wie. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Danke, Alex. Danke, Käsepups, dass ihr beide da wart. Und ich denke, Alex, wir hören uns auf jeden Fall. Käsepups, ne, Discord, kriegt was voneinander mit. Dann sage ich Ciao, Kakao. Ohne Musik ist das jetzt dann. Wir machen noch Musik. Wir machen zum Abschluss machen wir nochmal Kamikaze an. Und dann sage ich endgültig Ciao, Kakao. Also Leute, ich verabschiede mich hier aus dem Stream. Macht's gut. Alex, wir hören uns hoffentlich demnächst wieder. Außer du musst jetzt Overwatch spielen. Ich muss richtig anschreien gegen die Musik. Schönen Abend euch beiden noch, falls man sich nicht mehr hört und nichts voneinander mitbekommt.